So, Lautsprecherkabel brauche ich. Also das entspricht nicht meinen Ansprüchen. Damit kann man höchstens einen Hamster aufhängen. Ja, das war ja nur nicht schlecht, aber irgendwie macht das nichts her. Ja, das ist natürlich richtig was Feines, aber zu sperrig und zu kurz. Ist ja fast wie bei mir in der Unterhose. So, was habe ich? Da habe ich noch was. Genau. Super duper Six-Wire High-End-Flechtkabel. Leute, Leute, Leute. Und das sieht gut aus. Hier, Foto. Das nehme ich. Das nehme ich. Super. Astrein. Gefällt mir. Ey. Eine Kabeltrommel? Stecker? Schrumpfschlauch? Ey, das ist ein Bausatz. Muss man hier denn alles selber machen? Hallo, moin moin, Servus, grüß Gott, wo auch immer ihr herkommt, in Franks Werkstatt der Lautsprechertechnik. Heute wollen wir uns ein Kabel basteln. Ja, muss man hier alles selber machen, habe ich gerade eben vorm Vorspann gesagt. Und das muss man, ne? Wir sind ja hier auf dem Selbstbaukanal. Ich habe mir so ein bisschen Litze besorgt. Hier ist sie. Und ich möchte mir ganz gerne ein Kabel selber flechten. Ich finde persönlich geflochtene Kabel sehr hübsch. Ich finde die klasse. Ich finde es sehr ästhetisch, wenn sich das so langschlängelt. Und von daher, ja, selber machen, warum nicht? Kann man ruhig mal versuchen. Dann gleich der Hinweis: In diesem Video soll es nicht um irgendwelche Klangvergleiche gehen. Messtechnisch werde ich da eh nicht beigehen. Dafür gibt es das Kabelklangvideo. Ich verlinke euch das gerne hier nochmal in der Ecke, falls ihr auch mal ja, eine elektrische Messung von dem Lautsprecherkabel sehen wollt. Dann auch bitte, bevor ihr kommentiert, egal welcher Meinung ihr seid, meinen Kommentar lesen, der da steht, und den habe ich ganz oben angepinnt. Also gleich oben der erste Kommentar unter dem Kabelklang-Video. Da findet ihr meine Meinung so ein bisschen. Das hilft vielleicht manch einem, bevor er lospoltert. Nur mal so am Rande. Heute im Grunde selber machen, schauen, wie es nachher aussieht. Ich habe mir schon zwei Flechttechniken rausgesucht. Und ja, muss das jetzt erstmal ausprobieren. Ich habe das hier noch komplett auf Rolle. Aber dann nehme ich euch jetzt mit. Und dann schauen wir mal gemeinsam, wie wir das am schönsten hinkriegen, würde ich sagen. So, wie das manchmal so ist. Meine Trommel ist leer. Und ich habe hier ein riesen Gewelle auf dem Tisch liegen. Ich habe das alles abgewickelt. Warum habe ich es abgewickelt? Klar, hier drauf sind insgesamt 40 Meter, wenn ihr das Zeug ordert. Und 2 mal 20 sind es im Grunde. 20 Meter schwarz, 20 Meter rot. Und ich möchte mein Kabel ja flechten mit drei parallelen Adern pro Richtung, sage ich mal. Also insgesamt 6 Adern. Nach Adam seinem Riesen muss ich diese Kabelchen dann zuschneiden auf 6,66 Meter. 20 Meter durch 3 halt. Jeweils. Damit bekomme ich dann meine drei schwarzen und drei roten Adern. Und ja, ich habe mir das hier mal so hingelegt erstmal und habe erstmal geschaut, ja, wie will ich das Ganze überhaupt flechten? Es gibt eine Möglichkeit, es rund zu flechten. Das ist eine spezielle Art, wo man immer nur eine Ader im Grunde unterdurchschlägt und durch die linken Adern durchfädelt. Ich verlinke euch ein Video hier drunten in der Beschreibung, wer ein Kabel rund flechten möchte. Ich habe es übrigens ausprobiert mit diesem Material hier. Ich muss sagen, das war mir ein bisschen zu sperrig im Grunde. Diese Flechttechnik, ein rundes Kabel zu machen, ja, da muss man dünnere Drähte nehmen im Grunde, die sich da besser aneinander schmiegen. Die sind hier ja silikonisoliert und recht dick. Ja, und aufgrund dessen habe ich da jetzt gesagt, komm Frank, du machst ein flaches Kabel. Und für dieses flache Kabel, da habe ich euch jetzt mal zwei Möglichkeiten hier mal hingepackt. Und ihr könnt schon sehen,
Die unterscheiden sich so ein bisschen farblich. Das ist halt die Frage, wenn man flechtet, flechtet man normalerweise mit drei Strängen. Das heißt, man nimmt immer zwei Kabel zusammen und behandelt das, als wenn es eins wäre. Und ihr könnt es hier oben im Grunde schon sehen, in der zweiten Kamera vielleicht. Ich muss das mal ein bisschen, schieb hier mal unter und halte es mal so ein bisschen hoch. Da seht ihr, ich habe hier die drei roten, dann habe ich die drei schwarzen. Und die Stränge, die ich gebildet habe, ist ein Strang rot-rot, ein Strang ist rot-schwarz und der dritte Strang ist schwarz-schwarz. Und wenn ihr auf diese Art und Weise flechtet, dann kommt dieses Muster dabei raus. Das bedeutet, es ist mal schwarz links, mal rot links und mal das gemischte Kabel links. Und das sieht dann optisch hier genauso aus, wie ihr es hier sehen könnt, da in der zweiten Kamera. Ich hoffe, das ist erkennbar. Das wäre die eine Möglichkeit. Ansonsten könnt ihr natürlich auch die Kabel anders zusammenfassen. Und das ist dann immer ein schwarzer und ein roter zusammen. Also dreimal schwarz-rot. Auch das wäre möglich. Auch das sieht unter Umständen ganz schick aus. Und wenn ihr dann darauf achtet, dass zum Beispiel schwarz immer links oder immer rechts ist, beim Flechten auch, dann bekommt ihr so ein Garnkabel, was so ein bisschen, ja, im Grunde eine schwarze und eine rote Seite hat. Und das könnt ihr hier unten sehen. Da könnt ihr dann sehen, dass schwarz im Grunde hier immer links ist und rot ist immer rechts. Und in der Mitte ist es so ein bisschen am, ja, wie soll ich sagen, sich am Verteilen, sagen wir mal. Das sind die beiden Möglichkeiten, um ein flaches Kabel zu, flechten. Wie gesagt, das mit dem Runden, ich habe es ausprobiert, mir gefiel es nicht. Das war mir zu aufwendig. Und ja, was machen wir jetzt? Jetzt müssen wir erstmal diese 6 x 6,66 Meter im Grunde lang auslegen und dann losflechten. Wie geflochten wird, soll ich euch das nochmal schnell zeigen? Ja, ich denke mal, es kann nicht schaden, oder? Ja, also dieses Flechten mit drei Strängen ist eigentlich das Einfachste von der Welt. Ihr könnt ja schon sehen, ich habe hier halt immer schwarz-rot, dann auch hier schwarz-rot und auch hier schwarz und rot. Dann kommt, wie gesagt, dieses Muster raus. Man macht eigentlich nichts weiter als das Kabel, was man ja länger im Grunde nicht mehr angefasst hat, zur Mitte schlagen. Dann zieht man es ein bisschen rüber. So. Und dann nimmt man das nächste Kabel von rechts und auch das schlägt man zur Mitte. Zieht es immer so ein bisschen an. Und auch hier, ja, macht man das gleiche Spiel. Immer von links über die Mitte schlagen zur Mitte. Und wieder von dieser Seite und so weiter und so fort. Ja, und das Ganze macht man dann, bis die kompletten 6,66 Meter im Grunde verflochten sind. Ganz klar, dadurch, dass das Kabel immer solche, ja, wie soll ich sagen, S-Form macht, also immer so hin und her läuft, wird das Kabel, was nachher bei rauskommt, natürlich nicht 6,66 Meter lang. Da sind viel zu viele Kurven drin. Da muss man einfach mal schauen, wo wir da hinkommen. Ich bin jetzt selber ganz gespannt. Ich hoffe, dass ich da letztendlich ein 4 Meter Kabel bei rausbekomme. Von ja, dieser einen Rolle bekomme ich dann, wie gesagt, ein Kabel. Ja, ich würde sagen, ich flechte jetzt erstmal munter weiter. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir machen dann 2-Stunden-Video draus und ihr schaut mir beim Flechten zu. Ich glaube aber, das ist nicht so prickelnd. Und deshalb sage ich mal, wir machen jetzt mal einen Cut, oder? So, gefühlte 28 Tage später habe ich mein
Flechtwunder hier vor mir liegen. Ja, ich zeige euch das nachher gerne nochmal in Nahaufnahme. Wie geht es jetzt weiter? Ich habe hier mal eine zweite Kamera hingestellt. Dann schauen wir uns das mal an. Ich habe jetzt so ein ja, einigermaßen großzügiges Ende. Das war das kürzeste hier. Im Grunde übergelassen. Und ich habe so weit geflochten, bis alle roten auf einer Seite und alle schwarzen auf einer Seite liegen. Das heißt im Grunde, ich habe jetzt hier soweit alle drei schwarzen in diese Richtung zeigend und alle drei roten in diese Richtung zeigend. So, nun hat das Zeug immer so ein bisschen den Willen, wieder auseinanderzufallen. Dementsprechend müssen wir das Ganze jetzt erstmal fixieren, das ist klar. Dazu habe ich ein bisschen Schrumpfschlauch. Ich habe hier so etwas längeren schwarzen erstmal. Ich würde ihn euch gerne verlinken, ich weiß nicht mehr, wo ich den her hatte. Ich habe keine Ahnung. Das sind halt etwas längere Stücke, falls man mal etwas längeres so ein bisschen mit Schrumpfschlauch bearbeiten muss. Dementsprechend, wie gesagt, verlinken kann ich euch dieses Material jetzt nicht. Aber ich packe einmal alle drei schwarzen zusammen. Das mache ich jetzt hier. Eins, zwei und drei. So. Schieb das möglichst eng hier an diese ganze Geschichte mit dem Flechten ran. So. Sieht das schon mal ganz gut aus. Zack. Ja, ein bisschen kurz, was ich hier über habe, aber muss nachher reichen. Und als weiteres, alle roten zusammengefasst, werde ich hier auch mal in einem Schrumpfschlauch verschwinden lassen. So. Ich denke mal, so passt das Ganze. Nochmal die richtigen nachziehen hier. Zack und zack. So. Jetzt könnt ihr, denke ich mal, das in der zweiten Kamera sehen, wie das aussieht. Die Flechtung hört hier auf und die Einzeladern in Rot und in Schwarz gehen in den Schrumpfschlauch über. Und das Ganze, das können wir jetzt erstmal mit einem Heißluftföhn bearbeiten, dass das erstmal halbwegs gesichert ist. Einfach mal schnappen das gute Stück und so ein bisschen bearbeiten. So, das war schon mal keine große Kunst. Das haben wir soweit fertig. Die Stelle selbst möchte ich hier jetzt sichern. Das heißt, ich nehme ein Stück etwas breiteren Schrumpfschlauch, den ich noch habe. Der kommt aus der gleichen Packung. Wie gesagt, ich weiß nicht mehr, wo ich den her hatte. Und das machen wir jetzt über alle Teile rüber. Und damit ich hier nicht immer so viel rumeiern muss, kann ich das schon mal auf die kürzeste Länge jetzt bringen. Jo, da schnappe ich mir einfach mal einen Seitenschneider, schneide die alle ab, dass die in etwa alle gleich lang sind. Ach so, als letztes Bild hatte ich vorhin mal gemessen. Ich hatte ja gesagt, das sind ungefähr 6,66 Meter, die ich da nach Adam seinen Riesen an einzelner Lauflänge habe. Herausgekommen sind dabei jetzt 5,20 Meter oder so, die ich nutzen kann. Das heißt, klar, es ist durch diese Meanderform so ein bisschen Verkürzung entstanden. Aber 5,20 Meter, wie gesagt, bekommt man von einer Rolle von dem Material, was ich da habe. Okay, so sieht es jetzt erstmal aus. Das ist schon mal ganz in Ordnung. Ich nehme jetzt den etwas dickeren Schrumpfschlauch. Schau, dass ich den hier rüber bekomme. So. Bisschen knautschig ist es, aber einen dickeren habe ich nicht. Aber das kriegen wir schon hin. Das Ganze schiebe ich dann im Grunde, ja, so dass der andere Schrumpfschlauch hier so etwa 2 cm drin steckt. Also ein Stück über diese Flechtung rüber, 2 cm über dem Schrumpfschlauch, den ich hier schon habe. Und dann schnappen wir uns wieder unseren Heißluftföhn und machen den Raum warm. So,
Ich denke, das sieht schon mal ganz nett aus hier. Jetzt haben wir, wie gesagt, Rot und Schwarz getrennt hier dran. Was kommt jetzt? Jetzt müssen wir erstmal die Enden abisolieren. Und ja, bei diesem Material, von mir aus nehmt die Zähne. Ist aber ungesund. Ich habe ja immer meinen kleinen Abisolierer hier. Und mit dem mache ich jetzt einfach mal Schnippschnapp. So sieht das Ganze jetzt aus hier in der zweiten Kamera. Und jetzt verdrille ich jeweils die drei Leiter schön zusammen. Ich komme jetzt also quasi auf meine zusammen, was sagte ich, 2,4 Quadratmillimeter. So. Und die andere Seite auch. Da mögen jetzt wieder die ganz großen Freaks sagen, Fingerfett kommt jetzt hier auf die Lötstelle. Das ist übrigens der Grund, warum ich immer extra Fluxmittel benutze. Ich habe schon mal ein Video über Löten gemacht. Ich verlinke euch das gerne in der Ecke, könnt ihr noch mal reinschauen. Ich werde es jedenfalls machen, wie ich es gewohnt bin. Schnappe mir hier mein Fluxmittel, mein Lötzinn. Mein Lötkolben läuft schon heiß. Und was ich jetzt mache, ist hier diese Enden erstmal mit dem Fluxmittel beaufschlagen. Wie gesagt, es steht alles unter dem Video, was ich euch gerade verlinkt habe, was für Material das ist. Spitze sauber machen hier und verzinnen. Die Leiter selbst, das hier ist Feinlitze, sauerstoffarmes Kupfer. Das Ganze ist aber industriemäßig typischerweise verzinntes Material, damit weitere Verzinnungen halt gut fließen. So, das ist dann schon die halbe Miete. Hier ist jetzt also ordentlich Lötzinn schon mal dran. Das hilft mir gleich, wenn ich es an die Klemmen anlöte. Ja, und Klemmen ist das Stichwort. Ich habe hier vergoldete Hohlklemmen genommen. Die sind von Oelbach. Die sind, glaube ich, recht bekannt. Die sind im Grunde hohl. Die sind schön am Federn. Und die haben so eine kleine Lötlasche hier dran, wo man direkt anlöten kann. Verpackung sieht so halt aus hier. Das ist immer ein Zehnerpack, den man da hat. Und ja, wie gesagt, ich bin damit sehr, sehr zufrieden. Und ja, das ist was Vernünftiges. Das ist lange haltbar. Die Dinger sind hart vergoldet. Da kann man, glaube ich, nichts mit falsch machen, wenn man selber Lautsprecherkabel konfektioniert. Okay. Ich habe die Dinger halt hier schon liegen. Ich habe auch meinen kleinen Schraubstock hier. Ja. Der muss so aussehen übrigens, falls sich jetzt jemand beschwert. Der hat nämlich noch ganz andere Sachen zu sehen. Ich spanne das hier mal vorsichtig in den Schraubstock ein, diese Klemme. So, leicht anziehen, das reicht schon. Die Lasche selbst in einem gewissen Abstand noch zum Block hier, damit die Wärme nicht wegfließt, wenn ich jetzt löte. Und ja, dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Drehe das nochmal ein bisschen. Und jetzt werde ich erstmal die Lasche selbst verzinnen und dann den Leiter daran packen. Oh, dann sehen wir mal weiter, wie das aussieht. Alles kein Thema, würde ich sagen. Okay, Lötzinn zur Hand. Ach so, halt. Jetzt setze ich erstmal eine andere Brille auf. Ich habe nämlich extra, wenn ich näher ran muss, eine ziemlich starke Laserbrille. Die wird zwar hier schon wieder unscharf in der Entfernung, aber wenn ich näher rangehe, sehe ich perfekt scharf. Alte Augen, hilft nicht, ne? So, jetzt erstmal, wie gesagt, die Klemme selbst verzinnen. Die Hohllasche werde ich jetzt hier füllen mit Lötzinn. Dann gehe ich sozusagen mit dem Leiter, mit dem Draht daran, hole mir noch mal ein bisschen Lötzinn dazu. Dass ein ordentlicher Tropfen an meinem Lötkolben hängt. Und dann werde ich zuerst immer das, was thermisch mehr ist, die höhere thermische Masse aufheizen. Das ist der Draht in dem Fall. Und schmelze es dann hier in die Lasche ein. Und dann sieht man auch, wie das so richtig schön dort anfließt. Alles war einmal flüssig.
Alles kühlt wieder sauber ab. Und dann sieht das ungefähr so aus. Und das ist eine bombenfeste Verbindung hier. Und ja, ist nicht gekrimmt, okay. Es ist eine Lötverbindung. Aber wie gesagt, ich habe es schon mal gesagt, sonst in die Diskussion halte ich mich einfach raus, ne? Okay, das gleiche mit der schwarzen Seite. Auch nochmal. Gleiches Spiel. Die Klemme einspannen. Ja, das ist fest. Die Lötstellen sind tipptopp. Kann sich auch keiner beschweren. Nicht bei mir, Leute. Ich habe diverse Lötscheine für Hochzuverlässigkeitslöten gemacht. Also kommt mir nicht mit irgendwelchen Sprüchen. Okay. Da lernt man dann auch, dass man sowas vielleicht hinterher noch ein bisschen sauber machen kann. Was ich immer wieder gerne mache. Deshalb habe ich hier auch immer einen Pinsel liegen auf meinem Platz. Und ein bisschen Alkohol. Jawohl. Dann putze ich das schön sauber hier. Und dann sieht das schon mal Taco aus. Okay, das ist soweit fertig. Zum Abschluss des Ganzen natürlich noch ein bisschen Schrumpfschlauch rüber. Ja, und da habe ich jetzt hier welchen, der ist farbig. Ich habe hier Rot und Blau genommen im Grunde für Signalseite und Masseseite oder Minusseite, sagen wir mal. Das ist, ja, wie so ein Kästchen habe ich mir mal gegönnt. Da sind verschiedene Farben drin, aber wie gesagt, ein bisschen kurz. Aber man hat hier Gelb, Grün, Blau, Rot. Ich glaube, ein bisschen dicker ist aber nur Blau und Rot da drin. Grün ist ziemlich schlank. Wie auch immer, wer sich mit Schrumpfschlauch eindecken will und ein bisschen was Buntes braucht, verlinke ich euch mit unterm Video. Genauso übrigens wie die Goldklemmen und das Kabel selbst verlinke ich euch alles. Dann könnt ihr das nämlich nachbauen. Okay, also letzter Schritt. Ich nehme wieder den Schrumpfschlauch, mache das einmal übers Rote, bis ich hier über den schwarzen Schrumpfschlauch rüberkomme und dass vorne die Klemme noch ein bisschen frei bleibt. So bis zur Lötstelle etwa schiebe ich das. Dann die andere Seite. Auch die schiebe ich dann bis zur Lötstelle. So, jetzt bin ich drüber. Wie gesagt, bis zur Lötstelle, die kommt hier, ein Stück zurück, dass es da noch rüber schrumpft. So gefällt mir das. Das ist jetzt das Ende meines Kabels. Und auch das werde ich nochmal schnell schrumpfen. So, ich denke mal, so kann es aussehen. So ist es ganz vernünftig. Es ist stabil. Es ist schön geflochten. Ich habe vernünftige Klemmen hier am Ende dran, die auch wunderbar 4 mm Banane sind im Grunde. Hohlleiter, super händig. Ja. Okay. Und ja, ich denke mal, damit kann man ganz gut leben. Ich schlage vor, ich mache jetzt hier mal ohne Kameraeinsatz die zweite Seite hübsch. Ja, und ich wollte eigentlich nichts messen. Vielleicht schiebe ich noch was hinterher. Ich gucke gleich erstmal auf die Uhr, wie weit wir schon sind. Ich mache erstmal die zweite Seite fertig jetzt. So, ich melde Vollzug. Habe fertig. Beide Seiten geschrumpft, verlötet, hübsch, alles geflochten. Das ist mein Kabel. Ich zeige es euch nochmal aus der Nähe, wie versprochen. Es ist, ja, halt wie gesagt, so geflochten, wie ich mir das ausgesucht hatte. Jetzt im Nachhinein finde ich es so auf Länge so ein bisschen arg unruhig. Da würde ich vielleicht nochmal die andere Art des Flechtens nehmen, wo ich dann schwarz-rot immer abwechsle, sodass nachher immer schwarz nur auf einer Seite und rot nur auf der anderen Seite landet. Das würde ich jetzt vielleicht im Nachhinein dann eher vorziehen. Weiß man vorher nicht, wie es auf der Länge aussieht. Falls ihr es nachbauen wollt, könnt ihr es gleich richtig machen, wenn euch das in dieser Form auch zu unruhig ist. So sieht es jedenfalls aus. Was ich vorhin vergessen habe, ich habe diese Klemme hier von Ölbach schon seit Jahren im Einsatz in verschiedenen Kabeln. Übrigens auch einmal Messkabel, was ihr immer wieder hier seht auf dem Kanal. Die halten einfach, die sind klasse. Die sind immer niederohmig, die haben immer gute Federkraft. Nur der Hinweis nochmal, bin ich sehr, sehr zufrieden mit, deshalb habe ich die auch ausgewählt. Ja, das selbstgemachte Kabel. Was gibt es dazu sonst noch zu sagen? Wie gesagt, es sind 5 Meter draus geworden.
Kosteneinsatz, das ist natürlich eine Frage. Also so ein Zehnerpack von diesen Klemmen hier kostet, was war das? Ich glaube 13 Euro oder sowas. Also Stück 1,30 Euro. Da liegen wir hier also natürlich zusammen, ich sag mal bei 6 Euro für das Ding. Den Stromschlauch zähle ich jetzt nicht wirklich mit. Wenn man sich da eine Riesenkiste anschafft, dann hat man erstmal welchen. Das Kabel selbst kostet, ja, das war ganz stark schwankend eigentlich, zwischen 22 und 25 Euro. Diese Rolle, die ich euch da gezeigt hatte, das ist also diese. Und oh Wunder, ich habe noch eine zweite Rolle. Ich muss auch noch ein zweites Kabel bauen. Davon mal ab, ich habe noch zu tun. Ja, und wie gesagt, man bekommt ein 5 Meter Kabel draus. Rechnen wir jetzt einfach mal unkonfektioniert, ohne Klemmen, sind das hier 5 Euro pro Meter, die ihr dafür ausgebt. Und ich denke, dafür bekommt ihr ein solides, vernünftiges Kabel. Und ihr könnt sogar stolz drauf sein, es ist selbst gemacht. Ja, also ich finde es super. Was ich auch nicht lassen konnte, ich musste dann noch messen. Ich kam nicht drum rum, ich musste es ausprobieren. Was erwarte ich denn jetzt von diesem Kabel hier überhaupt? Was erwarte ich von dem Zeug? Ja, ich erwarte erstmal im Rahmen des rechnerischen Kupferwiderstandes auch einen Widerstand von dem Kabel selbst. Das sind ja wie gesagt rund 10 Meter hier. Und 10 Meter, 2,5 Quadrat Kabel hat etwa 0,75 bis 0,8 Milliohm. 0,8, habe ich das richtig gesagt? 80 Milliohm, so rum. 80 Milliohm etwa sollte es nach ja, allen physikalischen Gesetzen, die es so gibt, haben. Und blende ich euch ein hier, neben mir, die Richtung, neben mir, blende ich euch das ein. Das ist ein Online-Rechner, den ich da benutzt habe, den ich bemüht habe, damit wir schon mal überhaupt einen Anhaltswert haben, was da rauskommen müsste. Und was habe ich jetzt gemessen? Gemessen habe ich das, was jetzt hier kommt, ist hier ein Ding, genau dasselbe. Benutzt dafür habe ich wieder die Vierdrahtmessung hier bei meinem PeakTech 4094. Das Ding ja, hat nicht mehr Nachkommastellen, aber es reicht völlig für so ein bisschen Hobbykrams aus. Ja, also schon mal vom Widerstand absolut das, was ich erwarte. Nebenbei gesagt habe ich übrigens, wie gesagt, Vierdrahtmessung gemacht. Bin hier wirklich an die Klemmen rangegangen und habe auf der anderen Seite dann die Klemmen einfach nur so kurz geschlossen, wie ich das hier jetzt halte. Zack. Gold auf Gold natürlich. Hoho. Ja, da kam genau das bei raus. Interessant, ne? So viel zum Thema Übergangswiderstände. Also das ist gelötet, aber es ist tippitoppi. Jawohl. Was sonst noch? Was ist interessant? Widerstand hatten wir gerade abgehakt. Die Induktivität von so einem Kabel ist vielleicht interessant. Was erwarte ich da wieder aus technischer Sicht? Ich erwarte eigentlich ja, eine nicht groß abweichende Induktivität gegenüber solchen Kabeln hier, die so standardmäßig stark nebeneinander liegen. Auch in diesem Fall, die Induktivität, die sich da gebildet hat, liegt so bei 2 Mikrohenry. Ihr seht jetzt eingeblendet hier den Anstieg der Impedanz über Frequenz und da hinten steigt es leicht an. Ja, und das ist genau der Effekt durch die Induktivität. Marginal, auch ein paar Milliohm oben drauf. Es ist so, kann man gut mitleben, ist Standard bei Kabeln. Anders sieht es aus bei der Kapazität und ja, möchte ich euch auch gerne erklären. Ich habe normalerweise bei einem Standardkabel 2 Leiter nebeneinander. Und diese beiden Leiter bilden halt eine Induktivität, eine Kapazität. Also im Grunde ist es ein Kondensator, der sich da bildet durch die Parallellinienleiter. Bei meinem geflochtenen Kabel, oh Wunder, habe ich hier ja 6 Leiter drin. Das heißt, ich habe nicht nur 2 Leiter immer parallel, sondern das Ganze mal 3. Ja, und das treibt natürlich die Kapazität hoch. Kann ich euch auch zeigen. Ich habe wieder mein altes Messeisen genommen, blende ich euch hier ein. Und kam da halt auf über 1000 Pico-Farad. Jetzt habe ich schon wieder Pico gesagt. Werde ich auch öfter mal darauf hingewiesen. Werde ich mir nicht abgewöhnen. Ich weiß, dass es Pico heißt. Pico-Farad. Und ja, ist so. Ist eine erhöhte Kapazität. Hört man das schon? Leute, das ist umgerechnet ein Nano-Farad, das ist noch nichts. Das ist ein Witz in Tüten. Wenn ich jetzt mit irgendwelchen High-End-Phrasen das Ganze erklären soll, würde ich sagen, das Kabel klingt besonders weich, weil aufgrund der leicht erhöhten Kapazität im Hochtonbereich alles ein bisschen sanfter klingt und ein bisschen runder. Passt für Lautsprecher, die ein bisschen scharfen Klang haben.
Von Bowers und Wilkins fällt mir da so ein Kandidat ein. Okay, ja, das ist erstmal soweit alles. Über den Preis haben wir gesprochen, über die Messwerte haben wir gesprochen. Ich werde das Ding auf alle Fälle bei mir einsetzen und auch auf alle Fälle noch ein zweites mir stricken. Wenn ihr Bock drauf habt, macht das auch. Und meine Bitte, falls ihr sowas schon mal gemacht habt, euch euer eigenes Lautsprecherkabel zusammengefrickelt, sei es mit Flechten oder sei es mit besonders tollen Isolierungen, Geflechten oben drüber oder sonst was, dann schreibt es mir nicht in die Kommentare, sondern schreibt mir ruhig eine Mail mit einem Foto. Vielleicht packe ich das alles auch mal zusammen bei Zuschauerprojekten, weil da würde sowas auch mit reinpassen. Also da bin ich gespannt auf eure Zusendungen. Ja, alles was hier ist, verlinkt unter diesem Video. Da könnt ihr schauen, wenn ihr selber tätig werden wollt. Okay, dann macht's gut. Bis nächstes Mal. Haut rein.